Ein schwarzhütiger Steinpilz, nicht? Ein Pilz, der in Deutschland nicht gesammelt werden darf. Der steht unter Bundesartenschutzgesetz. Und der ist knackig und fest. Und da kann ich euch mal was zeigen. Diese Pilze hier, da gehen wir mal drunter. Ihr seht, die sind immer noch richtig hell. Die werden nicht richtig wurmig. Und auch in dieser Größe sind die meist noch richtig gut. Das ist eine wärmeliebende Art, der schwarzhütige Steinpilz, der richtig toll ist, richtig groß. Da wächst noch einer. Schaut mal. Und diese Pilze, das ist natürlich von der Härte und von der Festigkeit des Fleisches eine tolle Qualität. Die bläuen auch nicht und sind, wie gesagt, fantastische Speisepilze. Aber der Bronzeröhrling, wie er auch heißt, der bleibt hier. Und ich freue mich, euch so einen Pilz zu zeigen. 30 cm breit, ja, bestimmt 15 hoch, bestimmt ein Kilo schwer. Der Hammer. Ja, Pilzfreunde, das geht hier weiter. Schwarzhütige Steinpilze sind gerne bei Eichen.